ihr Mann begrüßen. Diese Vorstellung soll weder eine Anklage noch ein Bekenntnis sein. Sie soll nur den Versuch machen, über eine Generation zu berichten, die vom Kriege zerstört wurde, auch wenn sie seinen Granaten kam. Eine Generation, die glaubte, höheren Zielen, dem Kaiser, dem Vaterland und letztlich Gott ihr Leben opfern zu müssen. Krieg, so das fatale Credo, war schon immer Diplomatie mit anderen Mitteln. Das hat sich seit Menschengedenken nicht geändert. Auch wir stehen heute noch ein für unsere Ideale. Doch statt Kaiser verteidigen wir unsere Freiheit in einer auf Konsens beruhenden Demokratie und unser neuer Gott, der freie Markt, der uns Wohlstand und Auskommen garantiert, ist es uns wert, den Glauben an Nationen und Kulturen zu relativieren und gegebenenfalls unsere Vorstellungen als ungewolltes Geschenk an die Welt misszuverstehen. Letztlich aber sind wir auch aufgeklärte Humanisten, die die Menschenrechte und die damit verbundenen Gesetze der Vereinten Nationen als höchstes Gut für alle Völker zu verteidigen wissen. Wenn Frauen unterdrückt werden, gar beschnitten, vergewaltigt oder anders missbraucht und verfolgt werden, wenn Kinder nicht mehr in die Schule gehen können und in Ehe und Hunger ihr Leben in einer unwürdigen Arbeitswelt fristen, dann kämpfen wir nicht für Rohstoffe, nein, sondern für unser allerhöchstes Gut der Bildung. Auch wenn jeder Krieg sinnlos ist, so findet jeder Feldzug zur Verteidigung unserer westlichen Werte einen Grund zur Rechtfertigung. Sei es getrieben von Habsucht oder Altruismus, sei es aus blindem Hass oder kühl berechnender Vernunft. Aus dem Nationalismus ist ein Internationalismus geworden. Aus dem Hinterbänklertum die Globalisierung. Oder, um es mit dem Markt zu sagen, nationale Erhebungen sind wie Steine, die man vom Boden hebt. Das Ungeziefer ging darunter hervor. Es hat für seine Vulgarität endlich große Worte, die es denkt. Wir dürfen sie einladen, sich selbst ein Bild zu machen und zu entscheiden, was für sie richtig oder falsch ist. Und nun wünschen wir Ihnen viel Spaß. Sünde ist,
jung ist und es verpasst, nicht wahr? Es ist sonderbar, dass diese Wege sehr oft wählen und nicht zeigen, was wir fühlen. Aber ich spüre dich ganz nah. Erfüllung ist der Feind der Sehnsucht. Ist es schon dunkel? Ist es Dämmerung? So ist es, wenn man blind ist. Ich halte es nicht mehr aus. Darf ich die Binde herunternehmen? Meine Augen sind himmelblau und strahlen Licht. Eine Strafe ist es, blind zu sein. Darf dich nicht bewegen. Warte, was mache ich gerade? Du lächelst. Ich tanze. Was ist? Ich habe gehört, dass der Krieg die Menschen blind macht. Unsinn, der Krieg macht Helden. Auch im Krieg werden Kinder geboren. Ja, Kinder. Aber nach dem Krieg. Lass uns lieber warten, bis wieder Frieden ist. Ja, wenn Frieden ist. Wo bist du? Hier, ich bin immer bei dir. Wir befinden uns im unendlichen Kosmos. Überall ist Dunkelheit. Nur ein einziger Stern leuchtet. Das bist du. Horche, spüre. Aber ich kann nicht. Komm, gebe mir deine Hand. Ach, du bist das! Yeah.
schon, Frau Lehrerin. Ja, so gefallen Sie mir. Mit unserer neuesten Technik haben wir die Franzosen ruckzuck im Sack. Weihnachten sind wir wieder zu Hause. Und was liegt unter dem Weihnachtsbaum, Müller? Unter dem Weihnachtsbaum. Unter dem Weihnachtsbaum liegen gut. Baguette und Rotwein. Ja, Baguette belegt mit Ruhm und Ehre, wenn das süße Blut des Weins rot wie Rache ist. Meine Herren, das Vaterland, der Kaiser und eure Familie vertrauen auf Sie. Jawohl! Hey!
anderen Gewehr. So, Träumer! Nun müssen wir den Berg auch wieder runtergehen! Rauf! Runter! Rauf! Runter! Schilder! So, jetzt noch durch den Tunnel! Auf die Vielfalt des Lebens nichts anderes eingefallen ist,
als es wieder und wieder zu vernichten. Und es wieder neu zu machen. Ja, aber da sehe ich den Sinn auch nicht. Schau, bis heute ist es nicht besser geworden. Doch, mit uns. Das hat er schon gut gemacht. Besser ging es gar nicht. Nur zu kurz. Viel zu kurz. In der Latrinenparole entstanden. Diese Orte sind die Klatschecken und der Stammtischersatz. Ein
Heilert schreibt, wir fühlen uns augenblicklich wohler als im noch so weiß gekachelten Luxuslokus. Dort kann es nur hygienisch sein. Hier aber ist es schön. Ach, Sie sind zu beneiden, während wir hier vor Langeweile sterben. Was schreibt der Hans? Es sind wunderbare, gedankenlose Stunden. Über uns steht der blaue Himmel. Am Horizont hängen hellbestrahlte gelbe Fesselballons und die weißen Wölkchen der Flakgeschosse. Manchmal stellen sie wie eine Gabe hoch, wenn sie ein Flieger verfolgen. Denkt ihr eigentlich, ich werde bis morgen überleben, nach dem Dienst?
Wenn der Morgen abgeht, dann sind die Stiefel gleich weg. Und weißt du was? Halt dein Maul! Er wird überleben, alles klar. Ja. Und wenn? Was macht er mit zwei? Hier ist alles leer. Sie haben mich amputiert. Sei froh, dass du so weit gekommen bist. Komm, es hätten auch beide gewesen sein können. Fiedel hat den rechten Arm verloren. Das ist viel schlimmer. Du kommst jetzt ja wenigstens nach Hause. Meinst du? Natürlich. Meinst du? Ja, komm, red keinen Quatsch. Das wirst du schon sehen. Ich glaube es nicht. Doch, das wird schon. Komm, Franz. Du musst nur ordentlich Futter und dann bist du wieder aufgeholt. Stimmt, Essen ist das Wichtigste. Komm, so schlecht ist es hier nicht, Mann. Ich wollte mal Oberförster werden. Mit meiner Franziska. Und vielen Kindern. Ey, das kannst du immer noch. Heutzutage gibt es großartige Prothesen. Da merkt man gar nicht, dass einem irgendetwas fehlt. Und außerdem wird jeden Tag mal was Neues erfunden. Mach du dir darüber mal keine Sorgen. Lass mich mal alleine mit dir. Komm, das geht nicht. Du kannst meine Schuhe für Müller mitnehmen. Du, ich habe da noch was für dich. Ein kleines Gedicht. Tiefstes Leid. Zwei Menschen, die einander lieben. Und stets doch ferngeblieben. Die sich zu finden sehnen. Und doch nur schauen mit Tränen. Die stets mit tieferem Leiden sich suchen und vermeiden. Erschaffte Menschen Herzen, die leiden tiefsten Schmerzen. Ruhe und Frieden. Als ob wir es geahnt hätten, dass du heute kommst. Es gibt sogar dein Lieblings.
ja auch Sonnabend. Lieber Junge. Ich habe etwas mitgebracht. Ich hoffe, ihr könnt es gut gebrauchen. Ein bisschen Käse, Wurst und Butter. Ja, es gibt nicht viel. Habt ihr denn da draußen genug? So viel auch nicht immer. Aber es reicht schon. Es ist sehr schön draußen. Nein, Mutter. Nicht so sehr. Wir sind so viele Kameraden da draußen. Da ist das nicht so schön. Man hört so furchtbare Dinge. Der Franz Kemmerich ist gefallen. Und das Gas muss traumhaft sein. Ach, Mutter. Du weißt doch, was die Leute heutzutage so sagen. Und seh mich an. Ich bin heil und wieder lebend. Gehst du hin, mein Sohn? Hi, Mutter. Zu meinen Kameraden. Traverser ça et là.
La terre fait en terre ravage. Les tonnerres et la pluie. Qui reste en mon jardin? Bien peu. Les bruits, les fruits. Kaiser, um wirklich berühmt zu werden, braucht mindestens
sowas machen. Das sind Wahnschuldigen. Sie sollten aufgehängt werden. Meine Damen, habe ich da richtig verstanden? Ja. Während Ihre Männer an der Front kämpfen, betreiben Sie hier zu Hause Wehrkraftversetzung? Yeah. Ich habe ein Auge verloren. Und? Ja, aber ich? Nein. Ich bin stolz, es dem Kaiser geopfert zu haben. Welcher mir in seiner unendlichen Güte eine Tapferkeitsmedaille persönlich verliehen hat. Leider ist mir nicht die Ehre zuteil geworden, mit ihren Männern an der Front zu sperren. Ja, was beneide ich doch, ihre Männer. Sag mir, wo die Blumen sind. Man sagt uns Ehre und meinte, das Gezänken die Macht ein
eine Handvoll geizige Diplomaten und Fürstinnen. Man sagte uns Nation und meinte den Tätigkeitsdrang beschäftigungslose Generale. Mein Leben verstehen.
Namen der ganzen